Zahlreiche Fahrzeuge haben aufgrund des einsetzenden Schneefalls schwere Probleme gehabt. Viele Unfälle ereigneten sich auf Autobahnen, Kreis- und auch Bundesstraßen. Auch die TVU-Kollegin Özge Öz, sie kommt aus dem Frankenwald, hat solche Situationen noch nie erlebt. Ich stehe hier seit über einer Stunde auf der B 73 bei Naila im Frankenwald. Es schneit wie verrückt, die Straßen sind so glatt, es geht hinter mir nichts mehr voran, es geht vor mir nichts voran, die Lkw-Fahrer kommen nicht voran, die Schulbusse kommen gerade nicht voran. Es ist so glatt, ich habe so einen Wintereinbruch seit langem nicht mehr erlebt und ich übertreibe gerade nicht, wenn ich das auch wirklich so sage. Nicht nur im Osten ging nichts mehr, auch in der Bamberger Region sind die Verkehrsteilnehmer gefordert. Gerade hier sind solche Wetterverhältnisse nicht so häufig. Ich habe nicht gedacht, dass es so viel schneit. Und dann haben die ja im Radio schon gesagt, so in Würzburg sind die ganzen Schulen zu und alles. Dachte ich mir, away. Ich habe auch Familie in Würzburg und sowas. Ne? Und dann bin ich halt weitergefahren, bin ein paar Mal gerutscht auf dem Weg hierher, da hatte ich schon ein bisschen Angst. Und dann bin ich halt hier liegen geblieben. Der Wintereinbruch hat demnach in weiten Teilen zu vielen Blechschäden geführt. Erst im Laufe des Tages konnten die zuständigen Polizeiinspektionen die Situation zusammenfassen. Im Hofer Raum waren die A9, die A72 und die A93 betroffen. Wir haben oberfrankenweit 170 Einsätze mit dem Verkehrsgeschehen letztendlich. Wir haben Unfälle, eine Vielzahl und auch eine Vielzahl von Verkehrsbehinderungen. Ja gut, wir hatten jetzt zwei Unfälle, bei denen Autos geschleudert sind und sind in den Gegenverkehr geraten. Das ist natürlich eine heikle Situation, weil wir dann mit schweren Folgen rechnen müssen. Glücklicherweise blieben aber diese schweren Folgen aus. Wir haben in Anführungszeichen nur verletzte Personen, die nicht schwerer verletzt wurden. Die schwierigen Straßenverhältnisse führten im Landkreis Bamberg zu insgesamt 15 Verkehrsunfällen. Es wurden 3 Personen verletzt. Ab 4 Uhr früh waren die Räumfahrzeuge mit 150 Mitarbeitern unterwegs. Auch im Hofer Raum waren alle im Einsatz. In der Nacht war es eigentlich noch relativ ruhig, weil es ging erst so 6.30 Uhr mit dem Schnee richtig los. Also das heißt, wir haben letzte Nacht gestreut und waren früh noch nicht im Einsatz, weil es noch nicht notwendig war. Und als der Schnee einsetzte, heute früh, sind wir sofort unterwegs gewesen und waren auf einmal auf der Strecke. Ein Umlauf dauert bei uns circa 3 bis 4 Stunden, je nach Intensität und je nach Menge. Und die Fahrzeuge sind jetzt wieder unterwegs, sind jetzt das zweite Mal auf der Strecke und werden dann heute Nachmittag, je nachdem, wie es notwendig ist, nochmal auf die Strecke gehen. Oft sind nicht angepasste Geschwindigkeit der Grund für ungewollte Rutschpartien, wie hier auf der A9. Der 40-Tonner kollidierte mit der Mittelleitplanke. Was des einen leid, ist des anderen freut. Im Fichtelgebirge freut man sich über die Schneeflocken. Es reicht zwar noch nicht zum Skivergnügen, aber die Freunde des deutschen Winterwandertages sind begeistert. Obwohl sie mit Wanderschuhen und nicht mit Schneeschuhen unterwegs sind. Bis zum Wochenende soll es ja schneien, immer mal mit Aufhellungen natürlich dazwischen. Und nächste Woche bleibt es kalt. Also kommt sogar die Sonne zum Vorschein. Und es ist natürlich gut, weil wir erwarten natürlich auch Ende Januar die ganzen Feriengäste. So scheint es, sind die Besucher auch sicherer unterwegs. Da bildet sich so schnell kein Stau.